In Straßburg hat das Europaparlament die Gewalt gegen die Demonstranten im Iran verurteilt. In einer Resolution, die von der Mehrheit der Abgeordneten zugestimmt wurde, forderte das Parlament Sanktionen gegen iranische Beamte, die in den Tod der 22-jährigen Mahsa Amini verwickelt waren. Auch Sicherheitskräfte, die an Gewalt gegen Demonstrationen beteiligt gewesen seien, sollten bestraft werden. Auslöser der andauernden Demonstrationen im Iran ist der Tod Aminis Mitte September. Die Sittenpolizei hatte sie wegen ihres angeblich unislamischen Outfits festgenommen. Sie fiel ins Koma und starb am 16. September in einem Krankenhaus. Die Polizei weist zurück, Gewalt angewendet zu haben. Seit dem Tod von Mahsa Amini gehen tausende Iraner landesweit auf die Straßen, um gegen den repressiven Kurs der Regierung, den Kopftuchzwang und das sogenannte Mullah-Regime zu demonstrieren.